Liebe Leute, wir gehen schon in die dritte Woche und wir zeigen euch jetzt die Figur für Anfänger 1 mit Musik. Grundschritt, Lateral, Boomerang Reverse. Schritte für die Lieder. Grundschritt. Grundschritt machen wir auf der gleichen Linie wie unsere Partnerin. Wenn wir jetzt die Schritte von Lateral starten, wir gehen weg aus der Linie. Ich muss jetzt in Diagonale ein bisschen zur Seite gehen. Hier. Das ist mein 1. Mein 2 geht ein bisschen weiter auf der Linie und ich werde gleich das Gewicht zurückverlagern auf links. Von hier. Ich gehe zur Seite, ich schließe, ich gehe nach vorne, zurück, schließen, Seite, schließen, nach vorne. Da die Beine nach außen gedreht sind, aus der Hüfte, eure Fußspitze ist immer etwas nach außen, das ist wichtig. Und dabei auch, dass ihr die Beine schließt, bevor ihr geht. Ja? So habt ihr diese Schritte. Wenn ich das nicht mache, dann sieht es so aus. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass ihr denkt immer, okay, schließen nach vorne. Schließen nach vorne. Gut. Das war Grundschritt. Lateral, ich gehe aus der Linie. 1, 2, zurück, lateral. Seite, vorne, zurück. Seite, vorne, zurück. Seite, vorne, zurück. Wenn jetzt Boomerang Reverse kommt, ich gehe wieder aus ihrer Linie und ich werde starten. 3 Schritte auf der Stelle und gleich mit dem rechten Fuß in den Grundschritt nach vorne. Und Grundschritt nach hinten. Ja. Zeige mit Olga. Das ist Grundschritt nach hinten. Grundschritt nach vorne. Lateral, ich gehe aus der Linie. Und jetzt Seite, vorne, zurück. Seite, vorne, zurück. Seite, vorne, zurück. Boomerang Revers. 3 Schritte auf der Stelle. 1, 2. Und Grundschritt nach vorne. 1, 2. Und nach hinten. Mhm. Okay. Schritte für die Follower. Grundschritt. Dann lateral. Genau. Dann. Bei Lateral achten, dass eure Fußspitze nach außen sehen, dass die Beine am Ende diese geschlossene Position haben und wenn ihr geht, ihr habt immer die Ferse aneinander. Ihr bringt immer die Ferse aneinander vorbei. Genau. Zwischen 2 und 3, ihr müsst drehen, aber auch das Gewicht verlagern am Ende. Ja? 1, 2, drehen, aber auch Gewicht verlagern. Genau. Mhm. Dann haben wir Boomerang Reverse. 3 Schritte auf der Linie, die Linie halten und dann Grundschritt nach hinten und nach vorne. Und nach vorne. Vorne. Mhm. Zusammen sieht es so aus. Grundschritt nach vorne, nach hinten, lateral. Ich mache noch ein paar Mal lateral. Boomerang revers, 3 Schritte auf der Linie, 1, 2. 3 und gleich gehen wir in den Grundschritt nach hinten und nach vorne. Gut. Führung. Die Führung für die Lieder, natürlich eure Schritte sauber zu machen, aber auch eure Oberkörper gut nutzen. Wir führen aus dem Oberkörper. Beim Grundschritt sind wir auf ihre gleiche Linie. Dann, ich verlasse ihre Linie, ich gehe mit dem linken Fuß etwas in Diagonal nach hinten, aber ich muss dafür sorgen, dass ich meinen Oberkörper nach rechts bringe.
dadurch bringe ich sie nach vorne. Und dann bringe ich meinen Oberkörper nach rechts, meinen Oberkörper weiter nach rechts. Und jetzt, wenn wir das Gewicht zurück, ich auf links und sie auf rechts verlagern sollten, ich verlagere mein Gewicht, aber jetzt muss ich meine linke Hand nach vorne bringen und die rechte Hand ein bisschen zu mir. Die rechte Hand ist jetzt hier auf ihrer Seite. Und dadurch kann ich sie drehen. I will show it in this direction for them to see. Ich gehe aus der Linie und hier, ich muss sie zurückbringen. Ich muss tschakka, 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 tschakka machen. Okay? Gut. Dann 1, 2, 3. Ihr bringt eure Partnerin nach links aus dem Oberkörper. Mein Oberkörper geht nach links und ich gehe selber nach rechts. Oberkörper geht nach links, die linke Hand zieht, die rechte Hand wird hier den Arm entlang gehen. Am Ende werde ich beide Hände von ihr halten. 1, 2, 3. Jetzt habe ich beide Hände von ihr. Wenn wir aus dem Oberkörper führen, dann bringen wir unseren Oberkörper nach rechts. Oberkörper weiter nach rechts. Und jetzt zwischen 2 und 3, sie muss drehen. Und damit sie dreht, ich muss anfangen, die Richtung von meinem Oberkörper zu ändern. Ich bringe meinen Oberkörper nach links und dadurch verlagert sie das Gewicht. Ich bringe sie 1, 2, nach rechts mein Oberkörper, Oberkörper nach rechts, aber jetzt wieder nach links, nach links, nach links und nach rechts, nach rechts und nach links. Es wäre ganz gut, wahrscheinlich jetzt, als ich das gezeigt habe, ich habe das ein bisschen größer gemacht und betont, aber am besten ist, wenn ihr die Hände von eurer Partnerin mehr oder weniger auf ihre Bauchnabelhöhe haltet, weil es ist sehr wichtig für sie, dass sie den Rahmen erden kann. Wenn sie hier nach oben geht, dann fängt sie an, viele Spannungen im Schulterbereich zu sammeln. 1, 2, 3. Boomerang Reverse. Ich werde aus dem Oberkörper führen. Ich bringe meinen Oberkörper am Anfang nach links und jetzt die nächsten zwei Schritte nach rechts. Nach rechts und nach rechts. Bei 1, ich bringe die Hand nach unten und ich gehe nach vorne. Ich gehe nochmal nach vorne, ich hole sie ab, ich mache meinen dritten Schritt zurück und dann den großen Schritt nach hinten. Das Folgen für die Follower. When we are doing lateral, we keep our chest to our partner. So, my chest always to my partner. Hier ist wichtig, dass ihr nicht den Oberkörper weiter nach Hause rotiert und dass ihr mit diesem äußeren Arm von eurem Partner zieht. We always take care about position of our feet, rotate and close our hips. What more, when we are doing lateral step, we transfer our weight all time. So I transfer my weight, I transfer my weight, I transfer my weight. I'm not lazy and I don't do lateral like that. Genau, hier sie bleibt bei den ganz normal machen. Hier sie bleibt, sie verlagert nicht das Gewicht ganz. Jetzt hat sie das Gewicht zu viel verlagert auf die andere Seite. Ne? Genau. Or we take care about the first step. So when we are doing first step, I transfer my weight to the front. I don't stay behind. Transfer my weight to the front. Das wäre die 3. Mhm. Ja. Then we are doing boomerang. We have outside frame. So frame, then we our shoulders and elbow in one line. Die Drehung ist eine Drehung nach außen und deswegen haben wir diese Position, wo Ellenbogen und die Schulter in einer Linie sind. Jetzt wenn sie weiter dreht, werdet ihr sehen, ist in einer Linie. Okay, hier, genau. Und dann die Drehung geht es weiter. Und dann gehen wir in den Grundschritt. Ja. When we will do boomerang step, we will always close our feet. So we will close, rotate, close, rotate, close, rotate, and basic. Can you do the steps to the camera?
so they can see. Immer die Schritte auf der Linie halten. Sie bringen die Verse zusammen, bevor sie geht. Mhm. Genau. We saw one last time from here. Den Rahmen konnte ja erden. Liebe Leute, wir erwarten auf eure Videos. Ciao, ciao.